Was haben wir uns für Ziele gesetzt? Ich denke, den deutschsprachigen Nachwuchs weiter zu fördern, ihm die größtmögliche Bühne zu geben, die wir haben können und ja, junge, tolle Talente weiterhin zu fördern. Einmal im Jahr verwandelt sich Saarbrücken zur Bühne für das junge deutschsprachige Kino. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis stellte auch in diesem Jahr wieder über 150 Filme von deutschsprachigen Nachwuchskünstlern vor. Ich bin Luise Heyer. Ich laufe hier mit zwei Filmen. Einmal bitte alles und die Rest meines Lebens. In Einmal bitte alles geht es um eine Frau, die versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Platzdeckchen. Lotte hat eine Probekiste vom Frankengut mit ganz leckerem veganen Wein. Es gibt veganen Wein? Ja. Ja, das toll, ist recht. Oder? Ja. Voll schön, oder? Ja, das mega ist schön. Recht, ja. Sag mal, wo hast du den nochmal her? Ikea. Eigentlich ein. Wie sagt die Regisseurin? Eine Gefühlsstudie über unsere Generation. Und in dem anderen geht es darum, wie man mit Trauer umgeht. Mit 23 bin ich nach Amerika. Hab mein eigenes Studio gegründet. Und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hörbiografien. Menschen dabei helfen, das Abenteuer ihres Lebens zu verewigen. Und auch ihres Todes. Was ziemlich leicht ist, wenn man in der zweiten Reihe steht. Für mich war der Tod nichts Schlimmes. Nur der Beginn von etwas Neuem. Wow, jetzt bin ich auch platt. Das freut mich ganz extrem. Dankeschön. Einer der großen Gewinner des Festivals war der Film 17 von Monja Art. Er erzählt von der 17-jährigen Paula, die uns auf dem Weg zum Erwachsenwerden durch das jugendliche Chaos aus Hoffnungen, Erwartungen und tiefen Emotionen führt. Hallo, hi. Das Schönste in einem Film ist, wenn eine Schauspielerin spielt und alles sagt, ohne dabei sprechen zu müssen. Der Preis für die beste Nachwuchsschauspielerin geht an Elisabeth Wawitsch. Also ich finde es auch ganz cool, wenn die Rolle dann teilweise mit einem selber überschneidet und man so die Unterschiede sieht und sich selber halt trotzdem irgendwie wieder sieht. Das finde ich auch ganz lustig. Nächstes Jahr bei den Oscars, glaube ich. Genau, da sehen wir es wieder. Nächstes Jahr bei den Oscars auf jeden Fall, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, danke vielmals. Das ehrt mich total. Also ich habe gerade noch meinem besten Freund geschrieben, dass ich mega nervös bin und ich weiß, was ich machen soll. Und er hat gesagt, ich soll die Luft anhalten. Das habe ich jetzt da gemacht, deshalb kann ich gleich auch reden. Und ja, auf eine gute Feier. Der Max-Ophüls-Preis 2017 geht an 17 von
Bist beim Tangler, bist bei der Lilly. Na schau, du kannst bei deiner neuen besten Freundin sitzen. Schöner Ausgang für diesen Abend. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei den Förderern, vor allem bei den Schauspielern und bei der Jury natürlich. Und das war das 38. Max Ophüls Filmfestival. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in das junge deutsche Kino geben konnten. Schaut euch unbedingt die Filme an und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder beim Max-Ophüls-Preis.